Ja, willkommen zurück zu Metroid Prime. Letztes Mal haben wir einen weiteren Teil der Ruinen der Chozo erkundet, haben die Powerbomben bekommen und ja, jetzt gucken wir uns mal weiter in dem Gebiet um. Beziehungsweise, oder ne, Moment mal, wir können noch im Grunde erstmal was anderes machen, bevor wir uns hier weiter umschauen. Würde ich doch gerne nochmal zurückgehen. Weil es gab da, glaube ich, ein Areal, das ich gerne noch erkunden würde. Und wir können noch auf dem Weg mal schauen, ob es hier und da noch ein paar versteckte Wege gibt. Ja, das war natürlich grandios blöd. Laufen. Aber egal, macht nichts. Nee, hier ist es nicht, wo ich hin will. Also die Tür da hinten. Da gehe ich jetzt später hin. Und Samus will gerade nicht springen, obwohl ich auf den B-Knopf drücke. Nein, ich möchte erstmal was anderes auskundschaften. Wir hatten das letzte Mal ja noch so ein zeitbasiertes Zeugs gemacht gegen Ende. Aber auch dies soll mich jetzt noch nicht interessieren. Ich habe es erstmal auf einen anderen Raum abgesehen. Und zwar gehen wir mal. Ja, jetzt wieder. Ja, genau. Das ist der Raum, wo ich hin will. In die Galerieruine. Da gab es nämlich eine interessante Stelle für die Powerbomben. Und mal schauen, was sich dort finden lässt. Und wo ich gerade schon hier bin, eigentlich gibt es ja im großen Hauptraum ja eigentlich auch noch so eine Stelle für Powerbomben und Co. Jetzt überlege ich gerade, gehe ich da auf den Weg vorbei? Eigentlich warum nicht? Wenn wir gerade schon da vom Weg hin sind, warum sollte man dann nicht auch gleich da umgucken? Das sieht mir auch ein bisschen verdächtig aus. So, jetzt kommen wir nämlich gleich in den Raum, den ich meine. Das hier sieht auch sehr verdächtig aus mit diesen Zeichen an der Wand. Aha, guck mal an. Die kann ich sogar aktivieren. Beziehungsweise lesen. Was auch immer. Eine Skulptur der Chozo, angefertigt zu Ehren der Sonne von Talon. Und vielleicht ist da ja was versteckt. Aber ich glaube, da fehlen mir noch die Bomben für, oder? Ja, da würden mir jetzt noch die Bomben fehlen. Dafür sind meine normalen Bomben nämlich zu schwach. So, hier drin ist besagte Stelle. Die will ich noch erkunden. So, nämlich diese Stelle hier. Dachte ich mir doch, dass hier was ist.
was drin? Ach so, hatte ich ganz vergessen. Die Kartendaten gibt's ja noch. Hatte ich ja schon mal eingesammelt. Ja, genau das ist dieser Bombensprung, den ich... Eins, zwei, drei. Den werde ich mal offscreen probieren, irgendwann mal. Beziehungsweise trainieren. Ich weiß nämlich, dass dieser Bombensprung nicht gerade einfach ist. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens schon mal so einen. Ja. Missile Container erhalten. Das heißt, jetzt können wir 15 von diesen Missiles tragen. Stimmt, und hier gab es auch noch was zu finden. Könnte ich eigentlich auch gleich machen hier. Ich verstehe, es ist ein Labyrinth. So ein bisschen auch wie ein Rätsel gehalten. So, was bekommen wir am Ende von diesem Labyrinth? Let's find out. Aha. Ein Missile Container. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne mal zum Startraum zurück. Stadtareal. So, ich glaube, dort oben komme ich noch nicht ran. Ja. Da komme ich nur von woanders aus ran. Okay. Oder gehe ich den Weg nochmal zurück und folge dem Ganzen bis darüber? Das ist aber schon ein ganz schöner Weg. Und ich glaube nicht, dass ich dort schon irgendwas groß reißen kann. Weil guck mal, wo dort dieser Zugang ist. Ziemlich weit oben. Ich meine, ich könnte zur Not offscreen nochmal nachgucken. Aber jetzt onscreen werde ich da nicht nachgucken. Sieht mir nämlich zu sehr aus, als wenn der Weg nach oben führt. Dass ich dafür eine andere Fähigkeit brauche, die ich jetzt noch nicht habe.
Der Pfad führt mich dorthin. Der liegt auch ziemlich weit oben. Ich kenne den Raum, aber ich glaube, da komme ich jetzt noch nicht dran. Das wäre noch zu früh. Wir gehen mal zum Teleporter und wie gesagt zum großen Hauptraum. Da gibt es nämlich noch eine Kleinigkeit zu finden. Zumindest denke ich mal, dass es jetzt schon eventuell möglich sein wird, daran zu kommen. Ja, ist egal. Wir werden gleich geheilt. Wenn wir ein Schiff sind. Und was mich doch ein bisschen stört, ist, dass die Ladezeiten bei manchen Türen ziemlich lang sind. Was in brenzligen Situationen doch schon ein bisschen happig werden kann. Aber es ist jetzt nicht so gravierend. So, mal gucken, ob ich die Ecke noch finde. Okay, das war schon mal nicht, weil hier unten ist nicht lang. Was war hier eigentlich nochmal? Ah, stimmt, hier kann ich jetzt mit dem Morphball lang. Aber das war nicht die besagte Stelle, die ich suche. Es gibt noch eine andere. Ja. Das sind die Space Pirates, die mich da gerade angegriffen haben. Was sagt der Scan? Auf jeden Fall ist es Schiffswrack. Außerhalb der Scan-Reichweite. Ja, da kommen wir jetzt noch nicht ran. Das wäre nämlich der Schiffswrack. Aber dort kommen wir noch nicht ran, weil uns dafür noch eine Kleinigkeit fehlt. Aber es ist wenigstens schon mal auf der Karte eingezeichnet. Das tat weh. So eine Stelle, wo es unter Wasser, wo es noch drunter durchging. Genau da. Ja. Missile-Container halten. Wunderbar. Haben wir schon mal durch den Morphball und Powerbomben, normale Bomben, mal zwei Missile-Container gefunden. Schön. Gut, jetzt kann ich mich auch wieder dem eigentlichen widmen. Also dem eigentlichen Ort, wo wir hin wollten. Natürlich zwischendurch mal die Augen offen halten, um etwas Neues zu entdecken. Unsere Powerbomben mit dem Morphball. Hier bräuchte ich auch eine Fähigkeit. Hier bräuchte ich auch den Boost für den Morphball.
Denn so kämen wir ein weiteres Geheimnis heran. Nee, das glaube ich nichts. Man sieht es ja auf den Karten denn. So, jetzt haben wir schon 25 Missiles, das ist eine ganze Menge für den Anfang. Missiles, die wir noch brauchen werden. Hier auf? Nein. Das geht nicht auf. Na gut, dann gehen wir mal den langen Weg zurück. Zu dem Speicherraum, wo wir letztens aufgehört hatten. Ja, hier pusten wir ein bisschen durch mit dem Mauerfeuer. Alles kein Problem. Schnell erledigt. So, den Raum kennen wir auch schon. Und hier fehlt noch, wir hatten uns ja noch eins von diesen Dingern gefehlt, aber ich glaube, da kommen wir jetzt noch nicht ran. Dann wohl weiter oben sein. Und wieder durchrollen. So, und schon haben wir wieder den Raum erreicht, wo wir letztes Mal ja aufgehört hatten. So, gestärkt geht's auch schon weiter. Ja, ich denke mal, ich muss oben lang. Oben war ja das mit den Zeitdingens Zeugs. Ah, die Toxinquelle wurde also geortet. Und zwar dort, im Sonnenhof. Zum Sonnenhof kommen wir tatsächlich von dem Raum aus.
Gut, gehen wir später hin. Zuallererst jedoch will ich noch was auskundschaften, was wir letztes Mal ja aufgehört hatten. Sieht das wie eine Sonne. Na, kein Wunder, heißt ja auch Sonnenhof. Ich sehe auch gerade. Sag ich wohl, dass es wie eine Sonne aussieht. Ja, schon ein bisschen nervig mit diesen Pilzen, aber sie sind keine wirkliche Gefahr. Das ist alles nur eine Geduldsfrage. Dass hier noch was anderes ist. Nämlich dort oben. Aber da komme ich nicht hin. Dazu bräuchte ich, glaube ich, den Space Jumper, aber den habe ich noch nicht. Das ist auch eine Metroid-Fähigkeit. Die hier, glaube ich, auch existiert. Ich liebe diese Fähigkeit. Das hat übrigens auch bekannte Metroid-Gegner. Diese Viecher. Okay, wie gesagt, die müssen wir jetzt ein bisschen beeilen. Daraus kämen wir. Ja, da kämen wir raus. Müssten zur anderen Seite hin. Und dann quasi den anderen Switch aktivieren. Na komm. Rein da. Snap-Kürzung. Die Zeit ist auch ziemlich fair. So, ich glaube, das wär's, oder? Ja, ist nichts mehr zu hören. Von irgendwelcher Zeit. Dann, glaube ich, haben wir es geschafft. Und müssen nur noch rüber jumpen. Ja,
So viel dazu. Ein Hoch auf meine Sprungskills. Ja. Hier kommen wir nicht rauf. Erst später. Aber... ja, plötzlich haben wir jetzt nicht wirklich Spider-Ball-Erweiterung erforderlich. Ja, dafür brauchen wir den Spider-Ball. Oh, unseren ersten Energietank. Maximale Energie um 100 Einheiten erhöht. Perfekt. Das, meine Lieben, war ein Energietank. Dieser erhöht unsere Energie um 100 Einheiten. Sehr, sehr nice. Ob hier. Achso. Diese Tür ist oberirdisch, beziehungsweise wir sind in so einer Art Tank oder so. Moment, das ist gerade das Ironische. Wir finden einen Energietank innerhalb eines solchen Metalltanks. Ich würde schon gerne wissen, was da oben ist, aber... drei Powerbomben? Ich glaube, es ist nicht möglich, das zu schaffen. Oder... doch, ich glaube, es wäre möglich. Ich habe es bereits mal gesehen, aber... es ist schwer wie Sau. Nee, nee, das war nichts. Ich glaube, da kommt man sowieso erst mit dem Spider-Ball oben lang. Aber es wird Passagen geben. Für? Hallo? Danke. Es wird Passagen geben. Da wird uns der... da wird uns nur der Bombensprung weiterhelfen, um daran zu kommen. Deine wüsste ich sogar, die ich bis heute nie geschafft habe, eine Passage. Die mit dem E-Tank verbunden ist, bei der man sogar noch sterben kann. Ist das nicht toll? Das ist doch ein wunderschönes Secret, das jeder haben will. Denn hoffentlich, also das ist nur jetzt für... okay, er scheint jetzt nur für Rocket zu sein, oder ist der denn tatsächlich... ach nee, da war der ein Eingang.
das eigentlich da drüben? Leuchtzylinder funktionieren mit 60er Auslastung oder 80er Auslastung. Ich kann es gerade nicht genau lesen, weil es so verwechselt ist. Naja. Jo. 30 Minuten. Das passt perfekt. Wir haben einiges gefunden in diesem Part. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einen Schnitt hier rein. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal bei Metroid Prime. Bis dann.